Ihr habt die 100 Likes auf mein letztes Angelvideo geschafft, wo ich gesagt habe, wenn ihr das Video 100 Mal positiv bewertet, angle ich auch 10 Stunden im Hub und mache eine Bilanz davon, wie viel man damit bekommen kann, respektive wie viel Geld man damit generieren kann. If I was the sinner, would you be the preacher, would you be my... Wir hatten jetzt während dieser Zeit auch Marina, die noch Präsidentin war. Das bedeutet, ich hatte nochmal 15% mehr Sieg-Future-Chance. Bedeutet, ich habe eigentlich die ganze Zeit mit 88% geangelt. Also das bedeutet, ich habe mit dem Delfin Level 100 immer Mobs geangelt, die nach 5 Minuten jeweils mit dem Squid wieder gekillt und so halt insgesamt 10 Stunden geangelt. Man muss allerdings auch bedenken, ich habe hier insgesamt bei diesen 10 Stunden, davon waren 8 Stunden mit dem plus 15% Sea-Creature-Chance und von diesen 8 Stunden nochmal waren 4 Stunden mit Fishing-Festivals verbunden. Also ich habe insgesamt bei 4 Fishing-Festivals mitgemacht, die ja während der Präsidentschaft von Marina stattgefunden haben. Und nur 2 Stunden eigentlich so gesehen unter normalen Bedingungen, also ohne Bonus-Sea-Creature-Chance und auch ohne Fishing-Festival geangelt. Und dementsprechend krass ist auch der Loot ausgefallen, sowie die XP, die ich bekommen habe in diesen 10 Stunden. Ich schätze mal, das waren über 3,5 Millionen, wenn nicht sogar wahrscheinlich in die Richtung von 4 Millionen XP, die ich während diesen 10 Stunden Angeln dazu bekommen habe. Ihr seht auch hier in den Clips eingeblendet, es gibt wirklich einige krasse Momente. Einmal hatte ich beispielsweise 4 Great White Sharks und einen Emperor gleichzeitig und auch die Jobs und eben der Loot am Ende davon ist wirklich entsprechend krass ausgefallen. Und was das alles ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe das mal aufgeteilt hier in 4 Kisten und wir beginnen einfach mal mit all dem, was ich so oder so schon habe. Das sind nämlich 707.000 Coins, wie ihr sehen könnt. Das sind die Coins, die ich bekommen habe durch den Verkauf von Dingen, die ich nicht mehr gebraucht habe. Also eben zum Beispiel Bücher und Music Discs und so weiter. Aber auch natürlich Coins, die ich geangelt habe in diesen 10 Stunden, sowie auch Scavenger Coins oder Radar X Coins, die ich bekommen habe durch das Killen von Mobs. Kommen wir also als erstes mal zu allem Loot aus dem Fishing Festival, also aus den verschiedenen Special Events. Ich habe insgesamt bei 4 Stück mitgemacht. Und wir sehen hier, ich habe insgesamt 16 Great White Shark Thieves bekommen. Ich habe die ganz bewusst nicht verkauft, weil das werde ich heute tun mit euch hier in diesem Video, damit wir euch am Ende sagen können, so viel Geld hat das Ganze gebracht. Dann waren insgesamt 21 Enchanted Shark Fins dabei, fast 2 Stacks Nurse Shark Thief, 1 Stack Blue Shark und 20 Tiger Sharks noch dazu und tatsächlich ganze 4 Megalodon Pets. 3 davon Epic und 1 Legendary. Und dafür, dass ich 4 Events mitgespielt habe, 4 Megalodons bekommen habe, muss ich sagen, ist das schon ganz schön krass. Bei den derzeitigen Bazaarpreisen ist es eigentlich nur am besten, die Great White Shark Thieves zu verkaufen. Das andere bringt da nicht wirklich Geld und das Zeug behalte ich sowieso einfach für den Moment. Aber die Great White Shark Thieves sind natürlich schon auch gesunken im Preis. Allerdings, ich kriege für die 16 Stück jetzt hier doch 8,8 Millionen und ich würde sagen, das machen wir einfach direkt mal. So, die werden jetzt natürlich noch nicht direkt verkauft, aber wir können damit schon mal ganz gut rechnen. Wir sind nämlich damit jetzt bereits bei 9,5 Millionen Coins, nur durch die Great White Shark Thieves und die Coins, die ich so oder so schon habe. Bedeutet, ich habe so gesehen nur durch die Fishing Festivals, nur durch die 4 Stück, eigentlich schon mehr Geld gemacht, als ich mit 10 Stunden Winterinsel angeln bekommen habe. Und wenn wir uns auch die Preise für die Megalodon Pets anschauen, da geht dann Legendary so für 2,5 bis 3 Millionen weg und die günstigsten Epic Megalodons, die gehen hier eigentlich allesamt für 500.000 Coins weg. Das hat nämlich auch einen Grund, nämlich beim George, dem Pet NPC, also welcher euch Pets abkauft für einen bestimmten Preis, auch zu dem habe ich mal ein Video gemacht. Der bezahlt euch nämlich für einen Legendary Megalodon, wenn wir uns das hier anschauen, 2,5 Millionen Coins und für einen Epic Megalodon halt eben genau diese 500.000. Und da ich denke, dass sowieso niemand einen Epic Megalodon braucht, werde ich die jetzt einfach hier verkaufen beim George. Vom Legendary Megalodon, naja, ich weiß nicht, ob man dafür auch ein bisschen mehr bekommen könnte davon, wenn man ihn jetzt ins Auktionshaus stellen würde. Ich allerdings brauche selber keinen mehr, ich habe meinen schon auf Level 100. Deswegen würde ich sagen, wir verlosen den einfach hier unter diesem Video. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euren Ingame-Namen in die Kommentare schreiben, sowie was ihr für ein Fishing-Level seid. Wir können also sagen, wenn ihr die 2,5 Millionen Coins, die dieser hier gut wert ist, dazu rechnen, dann sind wir bei 4,7 Millionen Coins in der Purse plus die 8,8, die wir sowieso eigentlich noch im Bazaar drin haben momentan, dann sind wir bereits bei 13,5 Millionen Coins im Moment. Und das Ganze nur nach den 4 Spooky Festivals. So, jetzt gehen wir aber natürlich noch durch, was wir sonst noch so alles bekommen haben und das ist auf jeden Fall heftig. So, wir fangen einfach mal an mit den ganz normalen Items, die einfach in meinen Sacks drin waren, also in meinem Fishing-Sack. Da haben wir, ja, guten Stack Enchanted Raw Fish und einen Stack Enchanted Lily Pads. Einige kamen natürlich noch durch Emperor dazu. Wie viele Emperor es genau waren, das zeige ich euch gleich.
dann natürlich auch noch ein paar Fische und so weiter. Ihr seht das alles selber. Wir werden gleich zum Bazar gehen und dann mal sehen, wie viel das Ganze hier wert ist. Wir machen weiter auf dieser Seite aber zuerst noch. Ich habe insgesamt 3 Fische für den Detailsmanne bekommen und was wirklich heftig ist, 2 Epic Fishing XP Boost. Und ein Epic Fishing XP Boost, der ist ganz schön was wert, wenn wir uns das mal im Auktionshaus eben anschauen. Die günstigsten beginnen hier so circa bei 2,3 Millionen, steigen dann aber relativ schnell auf die 4 Millionen. Ich würde also sagen, wir nehmen einfach auch hier die 2,3 Millionen von dem Preis jeweils und würden dann damit nochmal 4,6 Millionen dazukriegen. Bedeutet, wir sind damit schon bei 18,1 Millionen Coins. Nur schon damit, wir rechnen die Fische für die Details mal dazu, sind wir circa bei 18,5 Millionen. Und einfach weil ich das echt heftig finde, dass ich direkt 2 davon bekommen habe. Ich habe die nämlich auch in relativ kurzen Abständen bekommen. Deswegen würde ich sagen, wenn dieses Video hier nochmal, wie das letzte Fishing-Video auch, 100 Likes schafft, werde ich einen von diesen ebenfalls in den Kommentaren verlosen, an jeden, der seinen Ingame-Namen und sein Fishing-Level kommentiert hat. Und auch bei den Enchanted Books sieht es so aus, dass wir 9-mal Caster 6 bekommen haben. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie finde ich es irgendwie ein bisschen heftig oder ein bisschen zu krass, wie viele Caster-Bücher man mittlerweile von den Curry Kings kriegt. Übrigens an dieser Stelle auch eine Anmerkung, ich habe die ganze Zeit mit Curry Baits geangelt, weil irgendwie kommt es mir tatsächlich so vor. Nicht nur deswegen, weil ich sehr gerne halt auch Curry Kings angle und da auch Platz 5 in den Leaderboards bin bei den Kills. Ich finde dadurch, dass man eben doch auch relativ viele Curry Kings angelt und die ja doch 2300 XP geben, dass man damit glaube ich wirklich fast am schnellsten tatsächlich auch XP bekommen kann und dass da irgendwie gar nicht unbedingt ein anderer Bait nochmal besser ist für die XP. Aber das ist nur mein Eindruck, falls ihr einen anderen habt, könnt ihr den natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir 5-mal Angler bekommen und noch einmal Luck of the Sea 6. So, und jetzt ist so, ich habe jetzt hier insgesamt ja 15 Bücher, ich werde die alle mit 100.000 Coins einfach werten, weil Caster 6 ist so 150 bis 200.000 Coins im Moment. Angler 6 ist so um die 40.000 bis 50.000 und Luck of the Sea tatsächlich auch, obwohl Luck of the Sea eigentlich ein sehr, sehr seltenes Buch ist. Aber ja, ich würde sagen, 100.000 Coins pro Buch bedeutet nochmal 1,5 Millionen obendrauf und da sind wir dann bereits bei 20 Millionen Coins. Dann kommen noch die 7 Emperor Skulls dazu, also ich habe ja 7 Emperor insgesamt gekillt. Ja, wenn wir uns diese anschauen, die sind momentan so 200.000 Coins die günstigsten. Ich habe allerdings hier vorne gerade 7 Stück gesehen für 1.725.000. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das hier direkt als Referenz so circa und sagen, diese 7 Stück würden wir für 1,5 Millionen verkaufen. Das ist ein bisschen günstiger, aber ein bisschen teurer als die günstigsten so gesehen. Damit wären wir bei 21,5 Millionen Coins. Und dann habe ich noch eine letzte Kiste, so mit diversen drin, die man braucht oder auch nicht braucht, aber einfach noch bekommt. Das sind hier fast 3 Stacks Enchanted Rabbit Food oder 3 Stacks Enchanted Carrots. Diese kommen von den ganzen Curry Kings, die ich gekillt habe. Über 3 Stacks Enchanted Iron. Woher die stammen, sage ich jetzt einfach mal nicht, weil sonst ist Fubex böse auf mich. Dann einige Prismarine Shards und Prismarine Crystals. Ein bisschen Gold. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Enchanted Golden Apple gekriegt. Ist doch interessant. Dann 1,5 Stacks Enchanted Feather und Enchanted Rotten Flash von den Ride of the Deep. Und noch ein paar XP Bottles. Es war tatsächlich keine Titanic dabei in 10 Stunden und noch 12 Wake-Hunen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Preis von einer Wake-Hune ist, aber die bewegen sich ja doch irgendwo in der Regel von so 100.000 Coins, auch obwohl es Level 1er Runen sind. Allerdings gibt es hier auch ein ganzer Stack Wake-Hunen für nur so 1,2 Millionen oder hier dann 3 Millionen. Ich weiß nicht ganz, was man sagen kann, wie viel Wake-Hunen wert sind. Ich würde jetzt einfach sagen, wir rechnen von diesen 12 Stück einfach noch 500.000 Coins dazu. Dann sind wir nämlich bei 22 Millionen. Und ihr seht schon, ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten Items noch so ins Inventar gepackt. Und jetzt öffnen wir einfach den Bazaar und sehen hier, was Cell Inventory uns noch geben würde. Das sind jetzt eben genau diese Items, die ich alle im Inventar habe. Und glücklicherweise sind das hier jetzt genau 4 Millionen Coins. Also bedeutet, wir haben insgesamt 26 Millionen Coins bekommen. Aber halt, nicht so schnell, ich hätte nämlich beinahe was vergessen. Und zwar habe ich tatsächlich 4 Lucky Clover auch noch bekommen während dieser Zeit. Die waren in einem Backpack drin, die habe ich jetzt gerade nicht bedacht. Aber es ist mir doch eingefallen zum Glück. Und Lucky Clover sind im Moment, ja, so um die 750.000 rum, wenn wir überall mal reinschauen. Die günstigsten sind ein bisschen runter, die teuersten sind so im 7-stelligen Bereich. Ich würde sagen, wir rechnen noch 4 mal 750.000 dazu, also 3 Millionen. Heißt, wir hätten damit dann insgesamt also 29 Millionen Coins. Jetzt muss man natürlich bedenken, ja auch noch wirklich ein riesengroßer Teil von diesem Geld ist einfach durch die Fishing Festivals dazugekommen. Aber trotzdem, 26 Millionen Coins, eigentlich nur dadurch, dass ich 10 Stunden im Hub geangelt habe, ist auf jeden Fall eine Ansage.
Tage oder wirklich eine Verdreifachung von dem, was ich letztes Mal auf der Winterinsel bekommen habe. Und wie lief euer Skyblock-Jahr mit Marina als Präsidentin? Wie waren eure Fishing-Festivals? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut, lasst ein Like und ein Abo da. Peace out.